Guten Morgen, Babette. Morgen, Sylo. Wie geht's? Ging schon mal besser. Sag mal, muss das sein mit der Musik? Fällt sie dir nicht? Ich mach's leise, warte. Sag mal, was machst du da eigentlich? Da stand doch mein Geschirr. Ach, das war deins? Naja, so toll hat's auch nicht mehr ausgesehen. Wenn du willst, kannst du meins mitbenutzen. Sag mal, geht's dir noch gut? Du hast wohl einen Sprung in der Schüssel. Du räumst das sofort zurück, ja, alles. Schlechte Vibrations heute. Komm. Du verschwendest nur deine Energien. Wie lange ist Svenja eigentlich schon im Bad? Svenja habe ich heute noch gar nicht gesehen. Bloß Sascha, aber der ist schon ziemlich früh weg. Das Bad ist frei, wenn du rein willst. Ja, später. Und Lale? Ich glaube, die schläft noch. Komisch, dass Svenja heute schon so früh weg ist. Sie holt wahrscheinlich noch Brötchen oder so. Nee, das ist nicht ihr Ding. Naja, sie wird schon wieder auftauchen. Ich finde es richtig schön, dass ihr beide ein Kind bekommt. Svenja wird das in ihrer Entwicklung weiterbringen, dich auch. Ja, danke. Woher weißt du das eigentlich? Mensch, hoffentlich ist sie nicht schon wieder schlecht. Ach, mach dir mal jetzt keine Sorgen. Das ist nur eine Frage der inneren Haltung. Wenn sie mit dem Kind in ihrem Körper in Einklang ist, hört die Übelkeit von ganz alleine auf. Apropos Kind. Ich muss los. Marco wartet bestimmt schon, dass ich die Maxi abhole. Ja, und das ganze Chaos hier? Chaos gibt Kraft. Du wirst sehen, es wird alles gut. Ciao! Kommst du? Oder kannst du ja nicht weg? Klar kann ich hier weg. Hast du dir noch mal alles gut überlegt? Ja. Quatsch nicht rum, lass uns gehen. Okay, ich sag nur Robert Bescheid. Was gibt's? Entschuldige, ich musste mal schnell weg. Ich hoffe, dass ich gegen Mittag wieder da bin. Wie bitte? Es tut mir leid, ich erklär's dir später, okay? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir Patienten haben? Das schaffst du schon. Du kannst doch nicht so einfach. Tja. Mein Schatz, und jetzt mal schön. Was machst denn du hier so früh? Friede. Ach, jetzt guck doch nicht so. Ich nehme eine Marie ab und gehe mit ihr ein bisschen planschen. Was willst du denn machen, wenn der Laden nachher voll ist? Die läuft doch allen nur zwischen den Füßen rum. Ach was, auf einmal bist du besorgt, das kannst du dir sparen. Hey, was habe ich denn verbrochen? Ich will nicht, dass Marie bei Matthias ist, das weißt du ganz genau. Ich habe dir vertraut und du hast mich belogen. Aus reinem Egoismus, bloß damit du mit deinen Freunden Moped fahren kannst. Ich habe doch nicht gewusst, dass du das Ganze so krumm nimmst. Ich wollte nur eine Runde mitfahren. Aber Matthias ist ja doch am besten aufgehoben. Ich habe ja nicht riechen können, dass Olli auf die Schnauze haut. Ich weiß, dass du nicht nachdenkst, wenn du sowas machst. Ach, jetzt reicht's. Mach mich nicht so an. Matthias hat super auf sie aufgepasst. Er ist ein toller Typ und Marie mag ihn. Und du magst ihn auch. Du willst bloß nicht zugeben. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie beschissen es mir bei der ganzen Sache geht? So ist das Leben eben. Hart, aber ungerecht. Aha, sehr witzig. Soll ich Marie mitnehmen? Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du dich persönlich um sie kümmerst. Großes Indianer-Ehrenwort. Los, komm. Marie. Hopp. Morgen früh 9 Uhr. Früher geht es wirklich nicht. Beim besten Willen. Alle. Stellen Sie auch so lange einen Eimer drunter, legen den Lappen drüber, machen die Tür zu und hören ein bisschen Musik. Ja, genau. Und morgen kommt dann der Töppers und bringt alles wieder in Ordnung. Versprochen. Und dann reden wir auch noch mal, ob wir Ihre Anlage nicht doch noch auf Erdgas umstellen, ne? Ja? Tschüss. Dag, Silo. Was geht denn? Hallo, Töppers. Ich wollte nur mal gucken. Sag mal, habt ihr diese Einsätze für Wasserhähne? Was denn für Einsätze?
Naja, das sind solche Dinge, die schraubt man auf und dann kann man damit Wasser sparen. Ah so, du meinst Wasserspar-Perlatoren. Ja, habt ihr sowas? Na klar, Döppers hat alles. Spätestens übermorgen sind sie da. Sind übrigens wirklich zu empfehlen, die Teile. Sparst du bis zu 30% Wasser. Hi. Hallo Sascha, weißt du, wo Svenja ist? Hm. Ja, hast du sie heute Morgen nicht gesehen? Hat sie dir nicht gesagt, wo sie hingegangen ist? Was geht mich das denn an? Es geht ja gut los bei euch. Ich denke, sie ist erst im ersten Monat. Wer weiß denn du das schon wieder? Ihr habt ja lang und breit darüber gequatscht. Mensch, Sülo, ihr kriegt ein Kind? Das ist ja toll. Gratuliere. Danke. Aber das kann doch nicht sein, dass kein Mensch weiß, wo sie hingegangen ist. Sag mal, jetzt beruhig dich mal. Kannst aber Bett fragen. Vielleicht weiß die ja, wo sie steckt. Hör mal bloß mit der auf. Chaos gibt Kraft. Blöde Schnäpfe. Man tickt ja noch ganz richtig. Der Mann ist schwanger. Guck mal, mit sowas habe ich früher auch immer gespielt. Aber bei meiner hat immer ein Rad geklemmt. Sandkasten. Ich das schon höre. Wo ist meine Schaufel? Mama, der hat meine Schaufel weggenommen. Kann ich echt drauf verzichten. Das kann doch aber auch ganz schön sein. Du genießt die Sonne, während die anderen malochen. Und dabei tust du auch noch was Sinnvolles. Wieso sinnvoll? Ich sag dir, was Sinn macht. Wenn ich mein Abitur mache, sonst gar nichts. Abi nachholen willst du nicht, oder? Du holst es ja auch nicht nach. Dabei hast du nicht mal ein Kind. Ja, stimmt, aber Sülo wird dir doch bestimmt helfen. Wenn es schief geht mit mir und Sülo, so lange kennen wir uns noch gar nicht. Was ist, wenn ich plötzlich die Schnauze voll hab von ihm? Und dann seine Familie, Sülos Eltern, der ganze Clan, die mischen sich dann erst recht ein. Komm, wir müssen los. Warum kann ich nicht einfach die Augen zumachen, das Ding da unten ist weg? Hey, Sülo, wenn du weiter so machst, brauchst du bald eine neue Theke. Komm, ich mach dir einen Tee. Lass das, ich brauche keinen Babysitter. Entschuldige. Tut mir leid, Lale. War nicht so gemeint. Entschuldige. Schon gut. Kommt Svenja bald? Ihr wart heute Morgen schon weg, als ich aufgestanden bin. Sie kommt schon noch. Und ist sie immer noch so schlecht? Ich helfe dir gerne, wenn sie nicht kann. Lale, mach dir keine Sorgen. Es geht ihr gut. Hast du schon gegessen? Ich habe noch nicht gefrühstückt. Mhm, danke. Weißt du, wie du aussiehst? Du bist schlimmer als ein Baby. Bist du überhaupt reif für so einen kleinen Hosenfatz? Hosenmatz mit M. Na und? Für mich bist du immer noch mein kleiner Bruder. Hey, werd ja nicht frech. Erstens bin ich älter als du und zweitens gehen mir die ersten Haare schon aus. Wenn du ein Papa wirst, wirst du noch mehr Haare verlieren. Meinst du, es wird so schlimm? Es wird noch viel schlimmer. Du wirst keine ruhige Minute mehr haben. Ein Baby schreit, hat Bauch. Hat Hunger. Oh. Macht in die Windeln. Oh. Und schmiert dir Brei ins Gesicht. Oh. Falls du dich nicht selber schon voll geschmiert hast. Mein Kind kommt mit Messer und Gabel zur Welt. Und außerdem wird es schlafen wie ein Engelchen. Und wenn schon, dann bekomme ich eben eine Glatze. Du Spinner, ich freue mich für dich. Du wirst bestimmt ein guter Papa. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Alles, was ich tue, hat plötzlich einen Sinn. Onkel Ismael sagt mir ständig, dass ich auch bald dran wäre. Aber ich weiß nicht. Ich bin doch eigentlich zu jung dafür. Du gehst doch jetzt zu Onkel Ismet, oder? Was ist los? Dann sag ihm einen schönen Gruß. Wir wüssten überhaupt nicht, was wir ohne seinen Ratschlägen anfangen sollten. Nein, sag ihm lieber nichts. Grüß Svenja von mir. Schau nachher noch mal rein. Ja, mach ich. Tief einatmen. Jetzt die Luft anhalten. Langsam wieder ausatmen. Da war's wieder. Tja, das ist wirklich seltsam. Ich kann einfach nichts feststellen. Der Lungenfunktionstest war auch einwandfrei, das EKG auch. Ja, aber ich bild mir doch die Schmerzen nicht ein. Haben Sie großen beruflichen Stress?
Nein, im Moment habe ich doch Ferien. Das sagt gar nichts, ganz im Gegenteil. Manchmal machen sich Stresssymptome gerade dann bemerkbar, wenn man Zeit hat, sich zu entspannen. Was wollen Sie damit sagen, dass ich kurz vorm Herzinfarkt stehe? Nein, aber ich möchte das Röntgenbild anfordern, das von Ihrem Brustkorb gemacht worden ist. Wie lange, sagten Sie, ist das her? Ungefähr 2 Jahre. Gut. Ja, können wir nicht einfach ein neues Bild anfertigen? Das möchte ich lieber nicht. So eine Röntgenaufnahme ist immer eine Belastung für den Körper. Sagen Sie mal, wer hilft Ihnen eigentlich, wenn Ihnen mal was wehtut? Mir tut hoffentlich nie etwas weh. Ich fürchte mich vor meinen Kollegen. Ärzte sind immer die schlechtesten Patienten. Tut mir leid, aber meine Sprechstundenhilfe hat mich heute versetzt. Einen Moment bitte, ja? Eine Sekunde noch Geduld. Ich komme gleich zu Ihnen. Ich glaube, ich gehe dann besser mal. Ich kann Sie ja morgen anrufen und fragen, was Sie auf meinen Röntgenbildern gesehen haben. Kommen Sie lieber gleich vorbei. Wir sehen uns das besser zusammen an. Auch gut. Dann bis morgen. Bis morgen. Ja? Bitte schön. Danke. Ciao. Hi. Empirik mit Spinat und einen Döner mit Algen. Frau Gerster? Tag, hier ist Zülow. Wie geht's Ihnen denn so? Ja, ja, es ist furchtbar schwül draußen, das stimmt. Danke, danke, mir geht's auch gut. Sagen Sie, wollen Sie nicht mal vorbeikommen? Sie sind herzlich eingeladen auf einen Döner oder Börek. Dann lass mal eins rüberwachsen, ich warte. Sagen Sie, ist Svenja bei Ihnen? Vor 2 Tagen erst. Hat sie mir gar nicht erzählt, verstehe ich nicht. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Nein, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Nein, wirklich nicht. Gut. Ja, und kommen Sie doch wirklich mal vorbei. Ja. Gut, wiederhören. Tschüss. Zülow, das Teil müsste langsam fertig sein. Was für ein Teil? Du hast mein Börek vergessen. Wieso hast du überhaupt eins bestellt? Also irgendwie schnallst du es heute überhaupt nicht. Entschuldige, hier. Danke. Hallo Zülow, wie geht's? Hi. Gut, danke. Marco? Ja? Bist du gerade im Stress? Ich nö, wieso? Weil, könntest du mir einen riesen Gefallen tun? Klar, was gibt's? Kannst du hier mal kurz übernehmen? Den Laden? Ja, ich muss schnell was erledigen. Machst du's? Du, ich kann das nicht, ich hab noch nie einen Döner gemacht. Ach, das schaffst du schon, ist gar nicht so schwer. Wenn du keine Angst hast, dass ich dir die Gäste vergraule? Tu doch nicht. Ich bin ja auch gleich wieder da. Danke dir. Tolle Ferien. Ja. Ja, das möchte ich gerne von dir wissen. Ja, ich denke, du bist beim Schwimmen. Ja, schön wär's. Marie hat nicht mitgespielt und jetzt pennt sie. Oh Mann, soll das schon Scherz sein? Wieso? Ich weiß ja nicht, im Ort oder sowas steht. Die ist total stinkig zurzeit. Mit Marie, das ist total in die Hose gegangen. Ich weiß ja nicht, ob das mit so einem Pappmännchen... Moment, das mit Marie war ja wohl nicht meine Idee, sondern deine. Na und? Es ist auch eure Krise und nicht meine. Ja, ist ja gut. Wir kriegen das schon wieder hin. Na, hoffentlich. Ich will nämlich noch ein bisschen was von meinen Ferien haben. Ach, du Arme, du tust mir ja richtig leid. Jetzt mach du mir nicht auch noch an. Es wäre sowieso besser, wenn du von hier verschwinden würdest. Ich habe nämlich keinen Bock auf den Stress, wenn Ort auf dich reinschneit. Muss der sich jetzt hinter meinem Rücken an die Kinder ranmachen? Wenn er glaubt, dass er mich damit rumkriegt, dann hat er sich geschnitten.
Weißt du, was ich glaube? Du liebst den Matthias immer noch. Das ist doch so klar wie Kloßbrühe. Also so ein Blödsinn. Langsam komme ich mir wirklich vor wie ein Papagei. Das mit Matthias ist vorbei. Momentchen, jetzt hör den Töppers doch ruhig mal zu. Der verzählt zwar viel, wenn der Tag lang ist, aber in Herzensdingen ist er ein Trüffelschwein. Du bist doch nur wütend auf dich selber. Du hast alle Türen zugeschlagen, jetzt sitzt du im Schmollwinkel und kommst nicht wieder raus. Ja, ja, wenn du es sagst. Cassie, hallo, hier ist Ortrud. Du, entschuldige bitte, aber deine Einladung heute Abend, es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Nein, es tut mir wirklich leid, ich würde euch nur die Laune verderben. Mir ist einfach nicht danach. Nein, sei mir bitte nicht böse, es war wirklich lieb gemeint. Vielleicht ein andermal. Ja, tschüss. Was war das denn jetzt? Wolfgang und Cassie hatten mich eingeladen. Und ich glaube, dass Matthias da zufällig auch erscheinen sollte. Aber ich habe eben einfach keinen Bedarf. Machst du noch einen Kaffee? Wie, keinen Kaffee? Nö, ich muss jetzt los. Schreibst du es auf? Klar. Tschüss. Nein, der Blinddarm ist das sicher nicht. Aber kommen Sie trotzdem mal vorbei, ja? Gut. Wiederhören. Hallo, Sülo. Hallo. Oh, Momentchen. Praxis Dr. Eschenbach, guten Tag. Ja? Aha. Nein, das macht nichts. Ach so. Dann rufen Sie am besten morgen Vormittag noch mal an und machen mit meiner Sprechstundenhilfe einen neuen Termin aus, ja? Gut. Keine Ursache. Ja, ha, wiederhören. Na, Sülo, wie geht's Ihnen? Kann ich was für Sie tun? Herr Doktor! Nein, Frau Müller, schön. Ich komme gleich zu Ihnen, ja? Bei uns geht es heute ein bisschen zu. Setzen Sie sich doch noch einen Moment. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie meine Frau gesehen haben. Ja, ich glaube, Svenja hat mir heute Morgen Nadine entführt. Ja, wissen Sie denn, wo Sie hingegangen sind? Weil Svenja hat mir nichts erzählt. Machen Sie sich mal keine Sorgen, den beiden geht's bestimmt bestens. Herr Doktor! Gleich, ich komme gleich zu Ihnen. Bitte, noch eine Sekunde, ja? Wenn Nadine wieder auftaucht, sage ich ihr, sie soll mal bei Ihnen anrufen, ja? Prima. Wiedersehen. Bitte schön. Danke. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen und schönen Tag noch. Danke. Hallo. Ah, da bist du ja. Kannst gleich in den Großmarkt fahren. Alles verkauft. Danke, Marco. Ach, keine Ursache. Hat Spaß gemacht. Du liest hier schon wieder so merkwürdige Lektüre. Gerade für junge Väter ist es besonders wichtig, die Schwangerschaft intensiv zu nutzen. Mhm. Es stehen große Veränderungen ins Haus. Komm, gib's doch zu. Du bist schwanger, hä? Du musst doch alles wissen, oder? Ja oder nein? Na gut, ich geb's zu. Ich bin schwanger. Silo! Das müssen wir feiern! Boah, ich weiß nicht, du Svenja wollte gar nicht nach Hause kommen. Weißt du was? Ich hab noch eine bessere Idee. Du gehst jetzt nach Hause, machst dir mit Svenja einen schönen Abend, ne? Und ich kümmere mich um den Laden hier. Das würdest du machen? Na klar! Mensch, super! Ja. Oh, danke. Ach, nimm die auch noch mit. Hey, Kollege. Danke. Und schließt du dann ab? Logisch. Schöne Grüße an Svenja. Bis morgen. Ciao. Ciao. Läuft's nicht, Babette. Svenja? Was? Ach, du bist's. Was dagegen? Nein. Ey, lecker. Hey, Finger weg! Das ist für Svenja. Gut, dann nicht. Na, oh, toll. Habt ihr euch endlich wieder gefunden? Nee. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie immer noch nicht da ist. Die kommt schon noch. So, was war das mit Babette, bitte?
Was? Heute Morgen, du warst so giftig zu ihr. Ach so, ich war einfach sauer, weil sie einfach mein Geschirr ausquartiert hat. Außerdem hat sie hier einen riesen Saustall hinterlassen. Das wird schon noch. Lass sie doch erstmal in Ruhe einziehen. Du meinst wohl die ganze Bude erstmal auf den Kopf stellen, oder was? Nö. Du, Sascha. Mhm. Wird dir was ausmachen, wenn du... Ich meine, wenn Svenja kommt... Ach nee, lass mal. Ich kann ja auch die Sachen ins Zimmer stellen. Quatsch. Bin schon weg. Echt? Nee, super. Was soll das denn? Du bist doch der größte Kindskopf, der mir je untergekommen ist. Ich glaub's einfach nicht. Er versucht's mit allen Mitteln. Was machst du denn hier? Na, ist doch wahr, der spinnt doch. Aber für einen Spinner ist er doch gar nicht mal so übel. Ist doch super nett, das Männchen, oder? Hast du ihm diesen Quatsch etwa vorgeschlagen? Natürlich nicht. Wie kommst du darauf? Ich weiß doch, dass bei dir auf sowas lebenslänglich steht. Du lässt Matthias nicht mehr in diese Wohnung, ist das klar? So eine schwachsinnige Idee. Wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass ich nicht will, dass du den ganzen Tag dieses süße Zeug in dich reinstopfst? Svenja, endlich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Danke, dass du mitgekommen bist. Klar. Wenn irgendwas ist, dann ruf mich an, ja? Tschüss, Hülu. Pass auf dich auf. Svenja, wo warst du eigentlich den ganzen Tag? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ist dir immer noch schlecht? Ist alles in Ordnung mit dir, hm? Mensch, die sind dir eiskalt. Ist dir noch schlecht? Komm, ich auf was zu essen da. Magst du? Ha? Lass dich doch ein bisschen verwöhnen. Du. Svenja, tut dir was weh? Svenja, hast du Angst? Du schaffst das schon. Ich weiß, am Anfang ist das alles ein bisschen viel, aber ich bin ja auch noch da. Hm? Wir schaukeln das Baby schon gemeinsam. Du kannst dich auf mich verlassen. Ach, das Baby, vergiss das Baby. Ach, Svenja, wieso denn? Hm? Weil es kein Kind mehr gibt. Stolzes Vaterglück und jetzt das jähe Ende. Wie wird Sülu damit fertig? Sehen Sie selbst im nächsten Marienhof.